Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute präsentiere ich euch mal wieder was aus der Abteilung Smart Home. Wir haben hier einen intelligenten Staubsaugerroboter von Samsung, den PowerBot VR 7000. Jetzt was ganz Besonderes im Star Wars Design. Welches Modell sich darin verbirgt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das werden wir ja gleich sehen. Wir haben hier in der Verpackung noch einen Karton. Schauen wir uns dann gleich mal an. Ich vermute mal, hier ist ein Darth Vader Roboter drin. Sieht wohl so aus. Aber machen wir jetzt einmal den Karton auf. So. Wir haben hier die VR 7000 Darth Vader Edition. Schauen wir uns hier noch einmal die Rückseite an. An, aus. Macht er den Sound eines Lichtschwertes. Normal ist so ein Atemgeräusch beim Starten. Kommen noch unterschiedliche Geräusche. Das werde ich euch aber zu einem anderen Zeitpunkt noch zeigen. Nehme jetzt hier einmal das alles raus. So, was haben wir hier alles? Wir haben hier eine Fernbedienung. Wir haben hier ein Ladekabel für die Basisstation. Die Basisstation selbst. Besteht ja auch die Möglichkeit, das Kabel zu umwickeln, wenn es jetzt zu lang sein sollte und man es dann irgendwo verstecken möchte. Dann haben wir noch eine relativ umfangreiche Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und dann schauen wir uns einmal den Sauger selbst an. Das fallen wir hier von der Folie. Was ich jetzt hier rausgenommen habe, ist der Staubbehälter. Der wird so eingesetzt. Wir haben hier noch den Filter, was ein bisschen schade ist. Im Gegensatz zu manch anderem Hersteller, Samsung liefert kein Zubehör mit. Heißt, wenn der Filter mal getauscht werden muss, muss man direkt einen neuen kaufen und man hat jetzt keinen Ersatzfilter dabei. Ansonsten schauen wir uns kurz mal auf die Rückseite. Ausreichend hohe Räder, dass er überall drüber fahren kann. Wir haben hier die Reinigungsbürsten. Ich kann euch jetzt leider nicht zeigen, wie der Sauger funktioniert, auch nicht mit der Samsung Connect App. Der muss erstmal aufladen, aber das werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal tun. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, Fragen unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.